Wie in der letzten Woche können die Aktienmärkte auch heute noch einmal steigen. Vermutlich, weil wir hier das sogenannte Rebalancing von Portfolios haben von institutionellen Investoren. Aber meine These ist, es kommen im April neue Tiefs. Und diese Tiefs sind nicht meteorologisch zu verstehen, sondern ganz konkret mit neuen Tiefs an den Aktienmärkten. Warum das so ist, das versuche ich in den nächsten Minuten mal zu zeigen. Fangen wir mal an mit der Stimmung, die so ein bisschen da ist. Jim Bianco, der von mir sehr geschätzte Bond-Spezialist, einer der besten Kenner des Bond-Marktes in den USA, der war heute bei Bloomberg TV und hat dann, als er wieder am Desk war, einen Tweet abgesetzt, der für mich sprechend ist. Der sagt, alle sind bullish da bei Bloomberg TV. Die Stimmung ist so, dass man sich sagt, naja, das alles ist vorübergehend, das geht vorbei. Die Nachfrage, die ist nur verzögert, aber die wird ja nicht ausfallen. Es gibt dann also Nachholeffekte. Die USA könnten sich entkoppeln. Die USA seien widerstandsfähig, seien weniger, naja, fragil als viele andere. Und die Fed, die wird es schon richten. Das ist sozusagen der Tenor, den er heute da mitgenommen hat. Und wir wollen uns mal anschauen, ob es wirklich die Fed richten kann oder wie eigentlich die Verfassung ist. Das eigentliche Argument, das ich mache, wenn ich sage, im April kommen neue Tiefs, ist, dass wir jetzt im Prinzip das Gute ja schon gesehen haben, nämlich diesen Liquiditätszunahme durch Notenbanken, durch Regierungen. Aber wir haben den ökonomischen Schmerz nur ansatzweise bisher ahnen können, aber der wird eben noch kommen und das werden die Aktienmärkte dann einpreisen. Und deswegen glaube ich, dass wir schon im April, wenn dieses Rebalancing der Portfolios seitens institutioneller Investoren vorbei ist, dass wir dann eben diese Tiefs sehen. Schauen wir uns mal die Grundverfassung zum Beispiel von Unternehmen in den USA an. Das sind die sogenannten Small Businesses, also die Unternehmen, die vielleicht bis zu 50, bis zu 200 Angestellte haben, und die haben durchschnittlich einen Cash-Buffer, wie sich das nennt. Die können also praktisch ohne neue Cashflows 27 Tage durchschnittlich überleben. Nun wissen wir, dass die Regierung in den USA praktisch gesagt hat, naja, wir schenken euch ein bisschen Geld, dann wird diese Frist ein bisschen länger. Aber das bedeutet, dass natürlich irgendwann die ganze Geschichte entweder wieder losgehen muss, nämlich dass die Businesses wieder eröffnen können, dass die ganze Geschichte wieder normal läuft, oder sie brauchen neues Geld, es kommen dann neue Maßnahmen, es braucht neue Maßnahmen. Und genau das wird passieren, denn ich gehe davon aus, dass wir diese alte Welt hinter uns gelassen haben. Was jetzt kommt nach Corona, das ist eine neue Welt, eine andere Welt, die eben nicht mehr so funktioniert. Wir werden nicht mehr 100% Kreuzfahrt-Teilnehmer haben wie vor der Krise. Wir werden wahrscheinlich sehr lange nicht ähnliche Auslastungen haben im Flugverkehr und, und. Das sind nur Beispiele, die das ein bisschen verdeutlichen sollen. Schauen wir uns mal an, was in Sachen Dividenden wichtig ist. Wir sehen einen relativen Gleichklang zwischen, das gilt hier für die USA, zwischen Dividendenzahlungen der US-Unternehmen und den Aktienkursen. Hier sehen wir, dass vor allem die Dividenden meistens vorher drehen, das heißt, die zeigen die Richtung an. Gehen die Dividenden nach oben, dann dauert es, bis auch die Aktienmärkte dann nachziehen. Praktisch sind die Dividenden so eine Art Frühindikator. Und wir sehen, dass die Dividenden derzeit doch ziemlich deutlich fallen. Hier sehen wir sozusagen die kumulativen Dividendenkürzungen durch US-Unternehmen, nämlich seit dem 16. März. Also das ist ja auch erst ein paar Tage her, 2 Wochen ziemlich genau. Seitdem hagelt es an Dividendenkürzungen oder Dividendenstreichungen. Es gibt ja auch die Forderung der Politik und der Regierungen, dass man sagt, naja, wenn wir euch unterstützen, dann müsst ihr aber die Aktienrückkäufe erstmal lassen und müsst wahrscheinlich auch die Dividenden kürzen. Das ist eine Diskussion, die jetzt beginnt. Mit den Aktienrückkäufen ist das schon so ziemlich auf dem Schirm. Mit den Dividendenzahlungen dürfte es auf den Schirm kommen. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und insgesamt sehen wir, dass mal wieder die Zinskurve, die Yield Curve, wunderbare Arbeit geleistet hat. Der beste Indikator, den es gibt für eine Rezession noch im Januar, im Februar. Da haben die Amerikaner gesagt, wieso Rezession? Wo sollen die denn herkommen? Es geht uns doch prächtig. Erinnern wir uns an die Aussagen von Donald Trump, der immer wieder gesagt hat, best economy ever. Und das war ein Stück weit ja auch so das Gefühl vieler Amerikaner, zumindest derjenigen, denen es gut ging. Diejenigen, die 3 oder 2 Jobs mindestens haben, die empfanden das vielleicht nicht so wahnsinnig als best economy ever, zumindest nicht für sich selbst. Dass eine Rezession kommt in den USA, das sehen wir
an dem heute veröffentlichten Dallas Manufacturing Index, der ist so stark abgestürzt wie noch nie, von einem leichten Plus noch im Vormonat jetzt auf minus 70. Und diesen Wert hatten wir nicht mal in der Finanzkrise. Der Tiefpunkt in der Finanzkrise, wie Sie hier sehen, war minus 60. Einen solchen Absturz hat man noch nie gesehen. Das wird jetzt auch nicht vorbeigehen. Man glaubt ja, okay, jetzt haben wir ein bisschen Schmerz und dann ist die Geschichte mit dem Coronavirus irgendwann wieder vorbei und dann läuft eben alles so wie vorher. Ich glaube, dass das nicht passieren wird, dass es nicht wie vorher laufen wird. Das ist wahrscheinlich die Gretchenfrage, die sich hier stellt. Schauen wir uns mal an, was die Fed jetzt eigentlich tut. Wir hatten ja jetzt gesehen am Freitag, dass die Aktienmärkte in den USA vor allem dann am Schluss, in der letzten Handelsstunde des Kassamarktes, nochmal nach unten gekommen sind, weil die Fed gesagt hat, oh, wir kaufen jetzt doch nicht mehr 75 Milliarden an US-Staatsanleihen pro Tag, sondern nur noch 60 Milliarden. Warum hat sie das gesagt? Sprich, schlichtweg deshalb, weil einfach nicht genug Angebot ist. Der Markt gibt es derzeit nicht her. Es gibt nicht genug Staatsanleihen. Deswegen hat das QE, das die Fed ja hier anberaumt hat, angekündigt hat, eben auch seine Grenzen schon sozusagen an der Quantität des kaufbaren Volumens. Das haben vielleicht noch nicht so wahnsinnig viele auf dem Zeiger. Die Fed hat ja auch gesagt, okay, wir kaufen auch Unternehmensanleihen, die Investment Grade sind, die also mindestens eine gewisse Bonitätsstufe haben. Und das haben manche Amerikaner durchaus dann schnell genutzt und haben eben solche ETFs jetzt gekauft wie den LQD, um sich da zu positionieren, weil man sagt, ja, wenn ich hier einen dicken Wal in der Badewanne habe, nämlich die Fed, einen dicken Käufer, dann gehe ich doch damit, dann schwimme ich da mit diesem Wal. Da kann mir nicht so wahnsinnig viel passieren. Deswegen sehen wir hier solche Ausschläge, größte jemals verzeichnete Zuflüsse mit 6,3 Milliarden Dollar allein in dieses ETF LQD. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die vielleicht interessant sind. Wir sehen jetzt die S&P zur Gold Ratio, also das Verhältnis zwischen dem S&P 500 und Gold, sehen wir praktisch wie eine Art Schulterformation. Klar, wenn die Notenbanken jetzt Liquidität hier rein buttern ohne Ende, dann kann Gold natürlich ein Stück weit performen. Und für die Aktienmärkte muss man auch ein bisschen skeptisch sein, zumindest im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster. Denn jetzt ist auch Donald Trump klar, dass man bis Ostern die ganze Geschichte nicht wirklich wird wieder aufstellen können. Jetzt ist das neue Ziel, naja, Ende April könnten wir es mal versuchen. Donald Trump hat so ein bisschen umgesteuert. Er war ja zunächst völlig hinter der Welle, versucht jetzt wieder so ein bisschen vor die Welle zu kommen. Im Handelskrieg konnte er im Prinzip ja die Schlagzeilen beliebig selber setzen. Wenn die Märkte gefallen war, dann hat er einen Tweet abgesetzt, ach, ich bin optimistisch, es läuft doch ganz toll mit den Chinesen, und bums, gingen die Märkte wieder nach oben. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, er hat die ganze Geschichte völlig unterschätzt. Jetzt hat er ziemlich umgesteuert, und das ist auch persönliches Erleben, wie hier die Washington Post berichtet, denn Donald Trump wohnt ja eigentlich und kommt ja eigentlich aus Queens, diesem Stadtteil in New York, der so international ist wie kein anderer. Und dort hat er eben Leichensäcke gesehen, die man da weggebracht hat. Ein Freund von ihm liegt im Koma mit dem Coronavirus. Das ist sozusagen jetzt etwas, wo Trump jetzt erkannt hat, was die Dimension des Ganzen ist und dementsprechend jetzt eben auch umsteuert. Und die Grundfrage, die sich jetzt hier stellt, was tun, wenn man nichts tut, um diese Epidemie einzugrenzen zumindest, dann wird diese Epidemie, wie wir in dieser Grafik sehen, massiv nach oben gehen. Allerdings eben, wenn man es dann doch tut, wenn man versucht, diese Epidemie einzugrenzen, durch Lockdowns, Ausgangssperren etc., dann haben wir eben den ökonomischen Schaden. Wenn Sie sich das mal angucken, das ist relativ kongruent. Das ist im Prinzip eine Lose-Lose-Situation. Was man auch macht, man hatte Schaden. Wenn man die Epidemie eingrenzen will, ist der Schaden ökonomisch umso größer. Wenn man jetzt so tut, als könnte man weitermachen wie bisher, dann ist der Schaden für die Wirtschaft zunächst mal geringer, aber die Epidemie wird größer. Letztendlich dann wahrscheinlich auch der Schaden für die Wirtschaft. Deswegen kann man nicht anders, als so zu agieren. Es gibt ja viele, die sagen, ja, das ist ja völlig übertrieben, ihr spinnt ja alle. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Das zeigte diese Grafik mustergültig. Die Koreaner, die Südkoreaner haben es ziemlich gut hingekriegt, auch wenn jetzt so leichte Aufwärtstendenzen wieder der Fall sind bei den Fallzahlen in Südkorea. Aber hier sehen wir, dass da Anfang März die Koreaner es geschafft haben, diese Kurve wieder nach unten zu kriegen. Dieses exponentielle Wachstum, was andere Länder wie Italien, Spanien, auch Deutschland und vor allem die USA haben, das haben die Koreaner jetzt erstmal ein bisschen runtergekriegt. Das ist diese gelbe Linie.
Hier sehen wir, dass die grüne Linie doch nach oben geht. Das sind die Recoveries. Das sind also diejenigen, die sich dann auch wieder erholen. Wie gesagt, man muss sehen, ob jetzt nicht eine zweite Welle kommt durch Leute, die dann infiziert sind, eingereist sind, noch bevor man irgendwie die Grenzen dicht gemacht hat. Das bleibt abzuwarten. Hier kommen wir nach Deutschland. Und da gibt es jetzt ein Riesenproblem, das mein Kollege Claudio Kummerfeld hier in einem Artikel mal klar gemacht hat. Denn es ist ja so, es gibt ja diese Hilfszusage von der Bundesregierung. Im Grunde ist die Rückzahlungspflicht für Kredite jetzt erstmal aufgehoben bis Ende Juni für Mieten etc. etc. Sie haben das mitgekriegt durch das Gesetz der Bundesregierung. Wir haben in der letzten Woche ein interessantes EuGH-Urteil gehabt, also ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das im Prinzip dazu führt, dass so ziemlich jeder Kreditvertrag kündbar ist. Schauen Sie da mal rein bei finanzmarktwelt.de, da haben wir einen Artikel darüber. Jedenfalls, um auf die Thematik jetzt in Deutschland zu kommen, ist es so, dass die Banken ja diejenigen sind, die dann letztendlich diese Kredite vergeben. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, haftet für 80% oder 90%. Wenn es ein großes Unternehmen ist, dann haftet die KfW nur mit 80%, 20% Haftung liegt dann bei der Bank. Wenn es ein kleineres Unternehmen ist, liegt die Haftung bei der KfW bei 90% und nur 10% haftet die Bank. Aber das bedeutet, dass die Banken sich das natürlich schon sehr genau anschauen, denn sie würden sonst auf diesen 10% oder 20% sitzen bleiben, wenn das Unternehmen dann doch scheitert. Und die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass Unternehmen selbst mit diesen Krediten scheitern, ist ja durchaus gegeben. Also sind die Banken durchaus vorsichtig. Die Bundesregierung sagt, naja, das ist sozusagen eine Vorgabe der EU. Wir konnten gar nicht mehr als diese maximalen 90% durchdrücken. Die Frage ist, ob das wirklich so ist. Jedenfalls überlegen sich die Banken das sehr, sehr genau. Und es sind viele Firmen, die, naja, natürlich jetzt vielleicht gar kein richtiges Geschäftsmodell mehr haben, die vielleicht vor der Corona-Krise noch einigermaßen ordentlich aufgestellt waren, jetzt aber kein wirkliches Geschäftsmodell haben, zumindest nicht absehbar, ist die Frage, wird die Bank dann sagen, naja, dann geben wir den Kredit nur, weil der zu 80% vielleicht oder zu 90% besichert ist durch die KfW, bleiben immer noch 10% oder 20% bei einem selber hängen. Das gilt übrigens nicht nur für Firmen, die sozusagen aus Bereichen stammen, die jetzt Probleme haben, sondern man denkt auch, ja, Supermärkte zum Beispiel stehen super gut da, weil die sind noch geöffnet, da geht jeder hin. Aber faktisch ist es so, wie ich aus informierten Quellen weiß, dass zum Beispiel viele Edeka-Supermärkte, das sind ja Franchise-Unternehmen, dass die riesigen Schwierigkeiten haben und teilweise Mietzahlungen jetzt schon stoppen. Warum? Weil eben sie in diesen Bereichen Klopapier, Mehl, das was verstärkt und viel gekauft wird, da ist keine Marge, da kann man kein Geld verdienen. Aber beim französischen Luxuswein, der da für 18, 19 Euro angeboten wird, da ist die Marge und das kaufen die Leute derzeit nicht. Also da muss man durchaus sehen, dass die Probleme sehr weit gefächert sind. Schauen wir uns nochmal an hier der Ölpreis. Es endet ja morgen das erste Quartal, es wäre das schlechteste Quartal seit 1929 für den Ölpreis, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, sogar schlechter eben als in der Finanzkrise etc. Es ist natürlich auch ein absurdes Ding, dass im Rahmen dieser Pandemie oder noch obendrauf zu dieser Pandemie durch das Coronavirus dann noch dieser Ölkrieg herrscht zwischen den Russen und den Saudis. Dümmer kann man es ja vielleicht nicht veranstalten. Wie auch immer, schauen wir uns mal die Charts an. Was gibt es da zu sagen? Was gibt es da zu sehen? Was wir hier sehen, ist The Dow Jones, meine Damen und Herren. Die Charts sind von Capital.com, bevor ich das dann wirklich auch vergesse. Wir sind bei 22.040 Punkten. Es geht nach oben. Wie gesagt, Rebalancing, das ist nochmal so ein bisschen gerade ziehen. Jetzt sehen wir, dass erstmal so ein bisschen die Liquiditätszusagen der Fed ein bisschen unterstützen. Aber wie gesagt, die Liquiditätszusage ist da. Der ökonomische Schmerz, der wirkliche Schmerz, der kommt noch. Wir sind ja erst ganz am Anfang. Die Unternehmen haben noch Cash, aber es wird ihnen das Cash dann trotz der Regierungszusagen bald ausgehen. Und dann wird es eben schwierig. Wir sehen den DAX, der aktuell handelt bei, wo ist er? Bei 9.756, hat nicht so wahnsinnig viel veranstaltet, der deutsche Leitindex. Wir sehen Euro-Dollar, der sich aktuell aufhält bei 1.1020, heute wieder Dollarstärke. Es kommt also der Greenback wieder ein bisschen zurück. Das merkt dann auch Gold ein bisschen, 1.618 und vor allem Crude Oil, das jetzt hier natürlich eine wilde Fahrt hinter sich hat. Hier habe ich WTI jetzt erstmal, also das amerikanische Crude Oil. Trump hat heute mit Putin telefoniert. Der niedrige Ölpreis, der ihn sonst gestört hat, der
ist jetzt ein Problem, vor allem natürlich für die amerikanische Fracking-Industrie, die zu diesen Preisen natürlich nicht rentabel produzieren kann und in der Regel auch ziemlich hoch verschuldet ist. Also, das ist jetzt erstmal so ein kleiner Einblick in die Wahrscheinlichkeiten. Wir können diese Rallye, die jetzt aktuell läuft, durchaus noch fortsetzen, überhaupt keine Frage, aber die Wahrscheinlichkeit, dass im April dann nochmal ein scharfer Rücksetzer kommt, wahrscheinlich sogar neue Tiefs oder im Mindesten die Einstellung des Tiefs oder der Tiefs, die wir gesehen haben, das halte ich für hochgradig wahrscheinlich, weil eben die Liquiditätszusagen da sind. Das Gute ist da, der Eismann hat das Eis ausgegeben, aber jetzt musste dieses Eis dann eben auch bezahlt werden und da sieht es dann eher schlecht aus. Da wartet noch jede Menge Schmerz, jede Menge realwirtschaftliche Schlagkraft, die dann sozusagen in diesen Liquiditätstsunami reinbricht und die, naja, wie soll ich sagen, Künstlichkeit dieses Liquiditätstsunamis, der ja nicht Lieferketten ersetzen kann, der die sterbenden Geschäftsmodelle nicht ersetzen kann, nicht regenerieren kann, da wird sich zeigen, dass stetiges Wasser auch den Stein höhlen kann. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.